einer neuen Folge Riesenbeck zusammen mit Simulator TV. Moin. Und Gamerflo. Moin. Ja, wie schon in der letzten Folge angesprochen, ich übernehme jetzt einfach mal das Wort. Reden wir jetzt über Simulator TV, denn der hat sich auf dem Acker sichtlich festgefahren. Ja, eigentlich müsste man mich ja vor mir selber retten, aber. Ja, das hingekriegt hat, das ist ja relativ. Wir fahren hier mit der Abschleppstange dort runter. Nicht wundern, dass ich jetzt hin und her baumelt dort hinten. Können das nicht anders lösen. Gamerflow für diesen Satz, ne? Ja. Wenn er gefahren hat, darüber reden wir nicht mehr so. Also wenn du gerade dafür kriegst du ein paar, ne? Ja. Noch der diese war gut, ne? Da kriegst du noch diese Aufnahme, was für, also wirklich. Die müssen wir doch FSK 18 setzen. Wenn ich bitte fertig bin, dann wird das nicht reichen. Stehst du, bist du da drüben quer oder? Ja, ich sehe dich. Bitte. Ja. Dann koppel an, ich fahr rückwärts. Also ich bin leider. Wir sind hier unten Feld einfahrt. Da oben. Gibt's keine. Gibt's keine, es gibt ja mindestens drei. Gesundheit. Ich hab gehustet. Naja, eben. So. Ja. Wundert euch bitte nicht, dass hier Sonnenblumen sind. Das liegt an einem Mod oder irgend sowas. Naja, kein Mod. Synchro-Bug. Ja. So, komm. Du musst die Abschleppstange ordentlich ausrichten, ne? Ja, dann mach das doch. Sehen, ob das jetzt funktioniert, ja. Fahr mal zurück. Oder ich vor... Halt! Zack! Muss ich Gas geben? Nein. Also müsstest du schon mit, ja, damit ich nicht so ganz kämpfe. Ist logisch. Ich kann auch Motor ausmachen. Hallo, dann sinkt man hier Bäder ein. So, ich dreh jetzt mit dir hier einmal. Ja, wird schlecht. Ich muss nur aufpassen, dass ich dich nicht umwerfe. Ist ja aber echt umwerfend. Gesundheit. Danke. So, und ab hier müsstest du selber fahren können. Ja. Dann lasse ich den Ferguson hier stehen und komme mit dem John Deere runter. Wie jetzt? Du willst jetzt... Danke. So, danke. Ich muss zum Oder Hof. Nimmst du mich bis zum Hof mit? Oh, dann nehme ich mit. Hallo. Ich bin schon schwer beladen. Hallo, bleib doch jetzt mal stehen. Ich bin schon schwer beladen. Hallo. Hilft ja nix. Ach so, du willst mitfahren? Ach so. Ich dachte, du willst dich hinten dranhängen, deswegen bin ich mit Vollgas. Ganz schlau, jetzt mitten am Berg anzuhalten. Ne? Ach, der schafft das. Der kleine T6 schafft das. Ne, der kleine Game of Thrones ja nicht. Ist ja nur, dass ich dich da wieder aus der Patsche ziehen kann. Ich wollte erstmal Sylt durchlesen. Eine Zeit. Zeit ist Geld. Geld ist Luxus. Und Luxus kann ich mir nicht leisten. Der Mensch, der überfährt einfach den Menschen. Oh nein. Sei froh, dass wir nicht im GTA sind. Eben. Vergiss auch jetzt nicht, hier gleich abzubiegen. Und nicht so schnell. Wir hätten hier rumgemusst. Um Gottes Willen. Hab ich doch. Leute, rettet mich. Ich glaube, ich weiß, was in der nächsten Folge nicht mehr dabei ist. Du müsstest hinten bitte ins Getreidesilo fahren, ne? So meist. Mach mal gescheut. Ich fahr doch ganz vernünftig. Ich wollte bloß mal testen, wie gut der lenkt. Ach, da hinten ist aber eine Zufahrt. Das klar. Ach, ich kann ja einfach gerade rein. Ich dachte, ich muss jetzt zurückwärts. Ach nein. Oh Gott, ey. Oh nö. Och nö. Ach. Zu eng. Ei. Hab ich jetzt keinen zweiten Anhänger? Hier. Ja, dort rein. Ja, aber Problem ist, pass auf. Das ist zu eng. Ich komme da noch nicht rein. Ich will das gar nicht anders. Kannst du das selber ausprobieren hier? Spaß. Schaffst du schon. Gut, dass dieser Anhänger hier gerade mir angezeigt wird. Ich müsste jetzt mit dem John Deere. Gut, dass wir Profis hier zusammenspielen. Also, das Ach, genau. ist wirklich gut.
Gehen wir mal den zweiten Anhänger holen. Tu das. Bis er hier dann raus ist. So, aber diese Folge hat wirklich wie in einem Let's Play mal ein Thema mitgebracht. Ich bin ganz gespannt, was jetzt bei rumkommt. Ich habe gar kein Thema mitgebracht. Du hast vor der Aufnahme noch, da hat Gamerfoot sogar zugehört, du hast vor der Aufnahme noch gesagt gehabt, jetzt habe ich ein Thema. So, jetzt ja, wünscht sich was. Was? Jetzt fallen wir doch nicht noch rücken. Ich nehme mal dort rein, wenn du mal irgendwas hörst, was wirklich nicht existiert hat. Also, wir in der Let's Play, sprich bitte. Was hast du für ein Thema mitgebracht? Mhm. Ja. Wie voll bist du denn? Ich habe 88%. Gut, dann komme ich. Die Zahl wollte man jetzt lieber nicht hören. Ja. Weiß nicht. LS19 gibt's wieder ein GACP-Pack wahrscheinlich. Nein. Also es wird wahrscheinlich als Mod kommen, es ist jetzt kein offizielles DLC. Genau. Mhm. Auch Sachen, die ich noch nie wusste. Redet ruhig weiter. ja. Da, also Gamerflow, du noch nicht das Grimme DLC gespielt hast, kannst du es ja noch nicht sagen. Aber das Grimme DLC, Simulator TV, was ist deine Meinung dazu? Hab auch noch nicht reingezockt. Also, ich bin der Einzige. Ich muss ja mir ehrlich sagen, 4,99 war mir ein bisschen zu teuer. Vor allem, mal so jetzt nochmal für mich als Verständnis: In dem Grimme DLC kommt ein Vorderband mit rein. Das Vorderband hast du schon Standard im Spiel von der Marke Grimme, dann hast du in. Kartoffeln, dass es als Palette wird. Das ist auch Standard im Spiel drin. Ja, aber das ist dann auf so neue Sachen. Der Schwerpunkt lag daran, dass sie so eine neue Kartoffelschwart machen. Also, dass du jetzt die Kartoffeln anders ernten kannst. Wie ernte ich denn anders eine Kartoffel? Indem du sie zuerst auf den Boden hinlegst mit einer Schwart, dass du dann erst mit dem Ernter drüber fährst. Echt? Macht man das so? Ja, im DLC wird das so gemacht. Und in echt? Weiß ich nicht. Weil nee, der Alice ist nicht. Eigentlich bekannt für Realismus. Ja. In echt sammelt er die Kartoffeln und dann hinten, nee, also soweit ich das in Videos und Dokus mal gesehen habe, nein. Es wird gesammelt, wie man es aus dem LS ja kennt, weißt du? Und dann hast du das wie in so einem Speicher eben. Ey. So würde ich es auch kennen, aber die andere kenne ich nicht, deshalb wollte ich dazu jetzt nichts sagen. So. Also das mit dem liegen lassen, das kenne ich eigentlich nicht. Also ich kenne es zwar von... Hallo, ich bin voll, bitte komm! Ja, ich komme. Ach, Lukas ist ja unten bei dir. Ey. Wenn er sich nie wieder festgefahren hat. Hallo? Ja. Ja, ich bin noch da. Okay. Weil du bewegst dich gar nicht. Ja, doch. Ah ja. Ich habe nur gerade was geguckt, dass meine Aufnahme noch läuft und so. Weil ich hatte gerade ein bisschen Panik geschoben. Wie läuft's mit deinem Codierer? Der Codierer sagt, alles gut, du kannst weiter aufnehmen. Gut. Manchmal zeigt er mir auch einen ausgestreckten Mittelfinger, aber dann denke ich mal so, ach komm, dann ist es halt so. Verständlich. Bitte? Ich hab nichts gesagt. Das hab ich schon richtig verstanden. Hat ja eigentlich schon mal einer gesagt, dass du echt ziemlich mies bist? Ja. Komm, tu mir noch mal an, du kannst mich nicht im Stich lassen. Ja, ja. Ja, ja. Ich sage jetzt mal, wie viele Ladungen kriegst du in deinen Anhänger rein? Gerade keine, weil ich nicht mehr fortkomme. Soll ich dich am schleppen? Warte, ich hole Macy Ferguson. Ja. Nee, oder warte. Ach, komm, ja. Oder dann mach du. Ich mach schon. Bevor ich erstmal dich abtanken. Ich weiß ja nie, was. Wo ist denn der Macy Ferguson? Da unten an der Straße. Ah. Ich weiß ja nie, ich komme hier ganz perfekt durch. Willst du mitfahren? Wenn du anhalten würdest. Dann fahr doch mal weiter. Ist auch ganz schlau, mitten auf dem Berge anzuhalten. Also noch ein paar Meter und du siehst die Unterwelt. Ups. Was war denn das mit der Unterwelt? Was sollte der Spruch jetzt? Verstehe ich jetzt gerade nicht.
War das jetzt eine Anspielung auf irgendwas? Dann erklär mal kurz. Nee, man glitscht manchmal runter. Ach so. Und du bist schon so weit unten, dass du schon fast dort bist. Ich dachte, das war jetzt irgendwie auf Niveau oder was bezogen. Nee. Hat Game of wahrscheinlich auch gerade kurz gedacht, deswegen. Wo soll ich dir dann New Holland hinstellen? Auf die Straße. Lass ihn am besten erstmal beim Messi vorgesehen, dann kann er sich erstmal sofort bewegen. Geh mal wieder in deinen Traktor. Ich hätte gerade den Macy Ferguson und den New Holland gleichzeitig zerstört. Nein. Ja, ging aber. Aber du mal lieber in deinen Drescher. Lass den doch jetzt einfach stehen. Mitten auf den Gleisen? Was machst denn du dort unten? Lass doch einfach mal stehen. Was steht auf den Gleisen, bitte? Die Traktoren waren fast auf den Gleisen, dann ist der Zug gekommen. Zum Glück habe ich auch abgebremst. Wo stellst du denn den New Holland hin? Lass. Auf die Straße. Lass ihn dreschen. Ist ja komplett weg vom Schuss. Egal. Oh, sowieso diese Woche wahrscheinlich nicht mehr die Aufnahmen gehen ja jetzt nicht mehr. Wie viel Zeit haben wir denn noch? 22. Genug. Nee, weil er ja gleich los muss, deswegen. Es ist gerade mal genug Zeit noch. Gerade mal genug Zeit noch. Will ich die zeitliche Ansagen für die Zuschauer, ne? Ja. Ganz geheime Aufnahmen hier. So, wir gucken jetzt mal dem netten Herrn hier bei der Arbeit zu. Das, was wir am besten können. Ihr zwei sitzt jetzt einfach in euren Traktoren und wartet, bis ich fertig bin. No. Das ist aber nett. Ich muss eh abtanken und dann abbauen und dann kann ja Lukas abtanken. Steig mal bitte kurz aus, Gamer. Obwohl, nee, warte. Nee, du lässt Mensch und dir in Ruhe. Lass den jetzt in Ruhe. So, hab meinen Sitzplatz gefunden. Mir günstig. Ja, ist bestimmt ein Drescher drin, ne? Ja. Ja, der fährt jetzt vernünftig und ist freundlich. Ich ne. Das hast du ausnahmsweise gut erkannt. So. Klatsch. Das war so eine Klatsche hinten rum, ne? Ja, ja. Zammer, ja, dann bald das Feld. Was? Warum fährst du eigentlich die ganze Zeit im Kreis? Ja, mach ich nicht. Wir sind Zirkuspferd, ne? Wir sind Zirkuspferd, immer. Fünf km/h, oh mein Gott. So, wenn ihr dann erstmal so weit seid, geht eine Weile in den John Deere. Cotton. Ja. Tu das. Und mach Bodenproben. Mhm. Hab ich wenig Lust. So, wir enden das Play zur Zeit. Für was? Für das Schlussgebet. Achso, na gut. Dann war's das mit dieser Folge LS19 Riesenback. Lasst ein Like da, abonniert alle unsere Kanäle und wir sehen uns dann in der nächsten Folge. Tschüss. Tschüss. Ciao.